Servus Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute ist es soweit, Argus ist endlich offen, Patch 7.3 ist da und daher natürlich ein Goldguide von mir. Und zwar wird es heute darum gehen, die beste Imperium und Astralwinde Farmroute habe ich für euch mal zusammengefasst. Die habe ich jetzt mehrfach getestet, aber wir gucken erstmal, wo die ist. Ihr seht hier ein Bild des ersten Landes, nämlich Korun. Und zwar, ihr seht schon, der gelbe Pfad markiert wie immer die Route. Das Ganze dauert ca. 7,5 Minuten pro Runde. Und die Ausbeute ist sehr hoch. Ich habe das mal ein bisschen getestet für euch, und zwar eine Stunde lang. Und bin auf richtig gute Ergebnisse gekommen. Ich denke, viele von euch interessiert einfach, was man jetzt gerade so anfangen, wo die Mets eben noch so teuer sind, farmen kann. Beziehungsweise, was die beste Route ist. Ich habe in der Route 90 Imperium und 167 Astralwinde bekommen, also sprich in 7,5 Minuten. Ist auf jeden Fall richtig heftig, meiner Meinung nach. Ich habe auch andere Routen getestet, wo die Ausbeute eben nicht so groß war, aber gerade jetzt am Anfang, wo nur die ersten beiden Länder öffentlich sind, finde ich die Route perfekt. Auf dem anderen Land habe ich bis leider noch nichts gefunden. Wenn da aber was kommt, dann sage ich euch auf jeden Fall Bescheid in einem anderen Guide. Aber jetzt erstmal die Route. Die ist auch mit relativ wenig Mobs, sage ich mal, bedeckt. Also ihr reitet da meistens vorbei und ihr findet eben dort massenhaft Erze, also Flöße, generelle Vorkommen, reiche Vorkommen und eben Astralwinde. Es gibt auch jetzt so Bündel, also so große Kräuterbündel, wo man eben mehr Astralwinde rausbekommt. Und das Ganze ist in einem teufelsfeuerkrusteten Kraut verpackt. Also da, hier gibt es keine eigenen, sage ich mal, Animationen oder Grafiken wie beim Erz, also komplett neues Model fürs Vorkommen, sondern das teufelsfeuerkrusteten Kraut wurde hier benutzt. Ja. Bei den Astralwinden bei 167 hatte ich allerdings Rang 3, muss ich dazu sagen. Beim Imperium hatte ich allerdings Rang 1, also 90 Imperium. Ist auf jeden Fall richtig viel, wie gesagt. Und ich hoffe, dass euch das Video hier ein bisschen weiterhilft, eure Farmroute selbst zu optimieren. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr farmt, welche Farmrouten ihr benutzt, eventuell sogar mit einem Screenshot dabei, also verlinkt auf Imgur oder so. Dann würde ich mir das mal angucken und eben eventuell meine Farmroute optimieren und dann eine neue für euch zusammenbasteln. Ansonsten sollte das auch nur ein kleines kurzes Infovideo für euch sein. Wie gesagt, die Route habe ich euch ja preisgegeben. Testet sie auf jeden Fall aus, macht damit noch Gold, denn die Erze und Kräuter liegen noch bei ca. 90 Gold das Stück im Moment. Von daher richtig lohnenswert, gerade jetzt am Anfang. Nutzt die Chance, macht damit noch so lange Gold wie es geht. Und mein Tipp noch für die Weiterverarbeiter: Das Erz auf jeden Fall sondieren, da sind gute Steine drin. Ihr macht damit im Moment eigentlich nur Profit. Auch wenn der Preis immer stimmt oder ihr Freunde habt, die mit euch farmen, wie in meinem Fall zum Beispiel, einfach die Erze sondieren und reinstellen. Als Jubelstein, entweder geschliffen oder ungeschliffen, ist egal. Damit macht ihr im Moment noch mehr Profit. Also da auf jeden Fall aufpassen, ob es eventuell das eine oder andere Schnäppchen zu machen gibt, was Erze angeht. Kraut würde ich im Moment einfach so verkaufen, da habe ich im Moment noch keine Methode, wie man es profitabel weiterverarbeiten kann. Aber ich bin sicher, in Zukunft gibt es dafür auch einen Guide. Und da würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.